Jo Freunde, ich habe wieder einen richtig heftigen XP-Glitch für euch am Start und dafür gehen wir hier in den Kreativmodus rein, geht auch wirklich hier rein und nicht in der Schnellleiste oben, weil wir müssen noch ein paar extra Sachen eingeben. Das geht zum Beispiel auf PlayStation nicht, auf Switch glaube ich auch nicht, PC könnte funktionieren. Deswegen einfach in den Kreativmodus hier rein und dann geht ihr einfach zu irgendeiner Map hier hin. Ich nehme zum Beispiel mal die hier und dann verwendet ihr die Konsole. So, was ihr jetzt hier eingibt, ist jetzt erstmal ein Code und zwar folgender Code. So, das wäre nämlich hier einfach die 72 und da sieht man schon 64 und einfach dieser Code hier 7264 29878 032 und dann V43. Bei einigen PC-Spielern könnte V43 funktionieren. Bei mir müsste ich eigentlich noch immer rumgehen. Da muss ich nämlich hier einmal noch was vorschreiben und zwar hier einmal ein Fragezeichen. Hier ein Fragezeichen, dann hier nochmal ein kleines V und dann müsste ich hier, oder das hatte ich sogar schon, und dann müsste ich nochmal hier ein Gleichzeichen machen. Nach dem V, genau, einmal hier rüber. So, so geht das auf PlayStation, dann nehme ich OK, annehmen. Dann seht ihr auch, das Ganze wird gefunden und so müsst ihr das wirklich eingeben in diesem Bereich. Dann nehme ich das Ganze jetzt an und dann muss ich kurz warten, bis die Insel lädt. Den gleichen Glitch gab es auch schon mal vor einem Tag ungefähr oder weiß ich nicht, 20 Stunden oder sowas. Und das war halt die alte Version und die wurde relativ schnell gepatcht, das funktionierte dann nicht mehr. Und jetzt kann man halt mit diesem Trick auf die Version zugreifen, wo es halt irgendwie noch funktioniert. Also, deswegen auf jeden Fall dieses mit dem Fragezeichen und so weiter eintragen, bevor ihr hier reingeht. Kurze Info noch, und zwar arbeitet Fortnite halt irgendwie mit einem automatisierten System gerade dran, die ganzen XP-Glitches und so weiter bei den Maps ein bisschen einzugrenzen, dass ihr da halt nicht übertreiben könnt. Deswegen kann es durchaus mal sein, falls ihr irgendwie einen Glitch seht, dass der halt nach kurzer Zeit irgendwie nicht mehr funktioniert oder dass es halt nur noch ein bisschen weniger XP gibt oder halt nur noch anstatt 5000, nur noch immer 200 und so weiter, dass ihr da auf jeden Fall auch Bescheid wisst. So, startet, das Spiel startet automatisch und was wir jetzt hier machen, wir stehen jetzt hier vor so einer Auswahlwand, also das einfach hier so, die Map, wie es aussieht, da hinten ist auch so ein schönes XP-Zeichen noch und was wir machen, wir gönnen uns einfach mal hier ein Sturmgewehr, so, und dann nehmen wir das Sturmgewehr und schießen einfach mal alles hier ab, Tracking, Realistic Fights, Peace Control, alles außer Tunnel. Das wollen wir behalten. Edit Core schießen wir ab. Ihr könnt natürlich auch einfach diesen Kurs hier, diese Map nutzen, um einfach so ein bisschen zu practicen, zu üben und auch Warm-up halt zu machen. Ne? Und ja, so muss es auf jeden Fall aussehen hier. Also was Rotes ist ausgewählt, deswegen Tunnel lassen wir. So, dann drehen wir uns um, gehen hier rein in Warm-up. Dann starten wir nämlich direkt hier bei diesem Tunnel und wir sind einfach in diesem viereckigen, ja, Bodenkreis hier, whatever. Und was wir jetzt hier machen, ganz wichtig, macht das auch so wie ich. Ihr müsst nämlich jetzt in den Baumodus gehen. So, und dann stellt jetzt überall hier einmal Cones auf. Also hier insgesamt 6 Stück, einfach in diesem Bereich komplett. Dann lauft ihr hier einmal rüber, macht einmal die Mauer kaputt. So, dann geht ihr hier rüber, macht einfach komplett einmal hier außen rum, Wände, so einmal hier außen rum. Und danach auch, wenn ihr das fertig habt, so einmal nochmal rum. Und nochmal rum, wenn ihr das fertig habt, auch hier in der Mitte einfach komplett Wände ziehen, dass einfach alles hier voll ist. So, jetzt habe ich überall Wände, dann springe ich hier einmal hoch, dann mache ich überall noch einen Boden drüber. Macht überall einen Boden drüber, also wirklich diese 4 Elemente und dann noch hier einmal eine Cone überall oben draufsetzen. So, das haben wir jetzt gemacht, das ist fertig. Macht das wirklich auch genau so, sonst funktioniert das nicht. Und jetzt müssen wir in diese Richtung, wo halt dieses Tunnel anfängt. Also hier ist überall nichts, hier ist dieser Tunnel und hier müssen wir in die Richtung, aber wir können einfach jetzt hier ganz entspannt drüber bauen, denn wir wollen gar nicht diesen Parcours mitnehmen. Wir wollen nämlich einfach nur da hinten zu dem Rift hin und ja, da laufe ich jetzt mal eben hin und das könnt ihr genauso machen. Ihr könnt auch einfach hier, keine Ahnung, das durchspielen, wie ihr Bock habt. Ich gehe jetzt einfach zu dem Rift und dann gehe ich einfach hier rein. Dann komme ich nämlich hier einfach rein und dann muss ich einfach hier geradeaus vorne, guck mal kurz, ich drehe mal um. Ja, einfach geradeaus hier, wo es vorgeht. Kill enemies if necessary. Einfach hier vor und raus. Und dann seht ihr schon oben rechts, der Sturm kommt nämlich. Jetzt muss ich mich so ein bisschen sputen. Und was ihr machen könnt, ihr könnt natürlich die ganzen Roboter hier einfach abschießen. Einfach aus dem Grund, weil die natürlich euch auch selber anschießen. Dann geht es vielleicht ein bisschen flotter hier. Ansonsten könnt ihr auch einfach hier durch. Aber passt wirklich auf, weil ihr seht schon, die schießen auf einen. Und jetzt bin ich auch hier runtergefallen. Also war nicht ganz so cool. So, vielleicht den nochmal ein bisschen abschießen. Müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen, ne? So, vielleicht ein bisschen hier rumbauen. Also ist euch komplett überlassen, ob ihr hochbaut oder nicht oder whatever. Auf jeden Fall müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr halt nicht komplett hier einfach gekillt werdet von denen.
So, jetzt schießt er mich wieder hier runter. Weg mit dir, da hinten ist auch noch einer. Magazin voll. Den nehmen wir auch mal weg. Den da hinten, der macht glaube ich nichts mehr, aber den können wir auch noch mal anschießen. Weg mit dir. So, und hier ist auch noch mal einer, den schießen wir auch noch mal an, bevor der uns gleich killt. Und weg mit dir. Ihr müsst aufpassen, der Sturm ist glaube ich hier ein 10er-Tick oder was. So, und was ihr dann macht, ihr habt halt hier, seht den Pfeil drüber. Hier ist halt wirklich das Ende. Und hier springt einmal kurz hoch. Ihr geht wieder in Baumodus. Macht mal kurz hier einen Boden. Dann macht ihr einfach hier eine Treppe hin. So, hinter der Treppe einfach zubauen. So, da hinten auch. Oh, jetzt habe ich falsch gebaut. Wartet mal. Der muss hier weg. So, hier nochmal zubauen. Alles zubauen. Zack, zack, zack. Und oben nochmal Kohlen drüber. Und jeweils einen Boden. So, und was ihr jetzt macht, ihr lauft jetzt einfach hier rechts an der Seite rum. Und dann seht ihr einfach schon, ich habe die Section completed. Und ich bekomme einfach jetzt XP. 1286. Gerade hatte ich irgendwas mit 14.000. Jetzt ist schon mal finished. 4746. Und jetzt geht ihr einfach hier ein bisschen drüber. Dann bekommt ihr nacheinander immer XP. 1286. Müsst ihr mal gucken irgendwie. Also es geht jetzt relativ flott eigentlich. Ein bisschen immer hoch und runter. So, dass ihr halt ungefähr über dem Rift seid. Dann sieht er nämlich finished. 6.000 wieder dazu. Immer wenn es so ein bisschen halt blau wird. Nochmal 6.000. Jetzt passe ich das ab, nochmal 6.000, also immer hier so ein bisschen hin und her gehen, dann seht ihr nochmal 1.200, 6.000, 16.000, 25, okay, jetzt geht's richtig los hier, okay, also so könnt ihr das dann machen, aber wie gesagt, übertreibt die Lage nicht und so funktioniert der Glitch und jetzt habe ich auch, glaube ich, schon wieder ein Level direkt gemacht und ja, das auf jeden Fall, dieser XP-Glitch macht das genau so, falls ihr Bock drauf habt, ansonsten, wie gesagt, sehr vorsichtig sein, ich höre jetzt auch damit auf, ich habe keinen Bock gebannt zu werden, ich wollte es auf jeden Fall euch aber mal zeigen und wenn euch das Ganze gefallen hat, sehr gerne Like da lassen, sehr gerne Abo da lassen und Freunde, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.